Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gears 5. So, wir haben jetzt zwei Zwischenziele schon erreicht. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu der Kosmonauten-Trainingsanlage. Und auch den Weg dahin machen wir dann auch gleich den Wasserturm, würde ich sagen. Dann haben wir hier eigentlich soweit alles abgeschlossen. Ja, schaut ganz gut aus. Genau, da werden wir doch jetzt erstmal schauen, ob wir das gewuppt kriegen, aber normalerweise schon. Okay, so müssen wir hier in die Richtung. Das Bildbackgerät an, Leute. So, Servus. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder Abo da, würde mich alles sehr, sehr freuen. Bin echt gespannt, wie lange das Game jetzt hier noch geht. Wir müssen hier irgendwie. Warte mal, können wir hier hoch? Irgendwo müssen wir mal. Hey! Ah, ne. Konvoilaster! Drüben bei der Ruine! Müssen wir weiter vor. Und jemand scheint da zu sein. Also, Kate, deine Kopfschmerzen. Sind sie wirklich weg? Ja, sie sind abgeklungen, als die Matriarchin starb. Seitdem geht's mir gut. Und diese Idee mit deiner Mutter. Wir müssen reinziehen. Das ist keine Sache. Ich sah sie. Oder das, was aus ihr wurde. Eigentlich müssen wir sie gleich mal irgendwo abbiegen können. Okay, das. Oh, jetzt haben wir hier ein Fragezeichen. Stadtruinen. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Wir müssen jetzt in die Richtung. Irgendwo hier müsste noch was sein. Muss eigentlich hier irgendwo sein. Da oben drauf, aber wie kommen wir da oben rauf? Wie kommen wir da oben rauf? Kommen wir hier lang. Müssen wir irgendwie rumfahren? Ich habe keinen Plan, Leute. Verkehrt. Hinten scheint auf jeden Fall irgendwie ein Durchgang zu sein. Wir fahren einmal rum. Hier ist aber auch keine Brücke oder ähnliches. Halten wir an oder nicht? Ja. Wenn wir irgendwo raufkommen, dann sehr gerne. Ah, hier schaut es doch gut aus. Hier schaut es doch schön aus. Okay, schauen wir rein. Was machen die Lord Paddock hier? Ihre Wasserversorgung wieder in Gang bringen. Ich glaube, wir haben das Problem entdeckt. Schwarz! Gehen wir rein und säubern den Laden. Okay, danke schön. Das ist für mich. Nehmen wir die Klaue mit. Köpfe runter! Oben sind Scharfschützen! Scheiße, die haben sich oben verschanzt! Ich sehe keine Nomaden. Zumindest keine Lebenden. Wir kümmern uns später um sie. Okay, der ist übernommen worden.
Scheiße! Hier sind verdammt viele! Waffen verziehen extrem, das ist heftig. Uns Turm gesichert. Gute Arbeit. Da ist jemand drin. Okay. Ja, wir schauen uns erstmal hier mal ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Komponenten oder so. Hier geht's rein, okay. Ah, hier gibt's Komponenten. Lassen wir sie raus? Ich meine, sie klingt etwas irre, aber... Drei Komponenten, sehr schön. Gut, dann schauen wir noch aufs Dach hoch. So ein bisschen Munition. Okay, genug ist genug. Holen wir sie da raus. Okay. So, jetzt können wir sie rausholen. Na los, komm schon. Raus. Hier drin ist niemand. Oh, schöner Trick. So hast du also überlebt. Wey, iba i dortito con gitta. Doschnag so laptop. Takti de mani tari, nimil seke. Nei abona dut bo fantot. Okay, ich glaube, sie will, dass du das nimmst. Ultimatives Upgrade. Schlechter Tarnung bleibt für die gesamte Dauer bestehen. Auch beim Schießen. Dieses Upgrade wurde automatisch installiert. Was? Okay. Heftig. Ah, okay, wir müssen es natürlich. Ausgerüstet ist es schon. Ja, dann lassen wir das hier. Tarnung bleibt für die gesamte Dauer bestehen, auch beim Schießen. Okay, heftig. Schauen wir uns das hier nochmal an. Was ist das? Clever. Die verrückte Tarnlady muss das in ihre Tarnvorrichtung eingebaut haben. Oh ja, das sollte uns echt helfen. Es nus acta. Voda bufana obukit. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Können wir jetzt gehen? Okay, Data. Schnappt euch alles, was nützlich ist. Dann los. Okay, Sekundär Mission abgeschlossen. Gelangen Sie zur Trainingsanlage. Okay, dürfte aber eigentlich nichts mehr sein. Paddock, der Turm ist gesichert. Die Wasserversorgung sollte jetzt wieder funktionieren. Gute Nachrichten. Übrigens, dort beim Turm. Seid ihr da einer Pionierin begegnet? Oh ja, sind wir. Gut, sie hat also überlebt. Das ist wundervoll. Ich nehme dich beim Wort. Data Ende.
Okay. Diese Pionierin zu treffen, war so wie die ganze Tragödie von Vaska in 5 Minuten zu erleben. Wem sagst du das? Auch wenn sie mich an meine Mutter erinnert. Warum du so bist, wie du jetzt bist, ergibt plötzlich viel mehr Sinn. Ich hoffe mal, dass sie richtig sind, aber schaut gut aus. Das Fragezeichen, würde ich sagen, schauen wir uns dann vielleicht später noch an. Luise, ich glaube, wir können ja hier die ganzen verschiedenen Akte jederzeit nochmal spielen. Kommen wir jetzt rein, da vorne oder was? Hier ist auch noch ein Tor. Ja. Wir sind hier aber richtig. Kleiner Flughafen hieß, komm, bitte während des verlassener Flughafen, hier soll ich aber her. Müssen wir hier vielleicht in so einen Hangar rein? Hier ist alles zu. Geht's aber auch nicht weiter. Ja. Gibt's bestimmt einen Weg rein, aber. So Bumme. Ja, wo geht's denn hier rein? Komisch, komisch. Jetzt zeigt mir aber da drinnen an. Müssen wir irgendwie rumfahren vielleicht? Wir probieren es mal. Aber ich habe ja eigentlich keinen Weg gesehen, der da rumführen würde. Hier ist zu. Was ist denn jetzt schon wieder? Das ist noch ein Ding. Ach du Scheiße. Der hat doch gesagt, sie soll zur...
Okay, ich habe verguckt, Leute. Ich habe mich verguckt. Mann. Was ist hier irgendwas hier? Wird die da oben sein? Das ist die Trainingsstation da oben. Schauen, wie wir dort reinkommen. Die Jin wohl reagieren wird, wenn sie erfährt, dass wir den Hammer online bringen. Mal wieder. Siedlung 2 hat ihre Meinung ein wenig geändert. Natürlich nicht dank mir. Ich frage mich oft, woher sie eigentlich den Riesenstock im Arsch hat. Phoenix sagt dazu nur kein Kommentar. Okay. Finden Sie einen Weg in die Anlage? Schauen wir mal, ob wir hier hoch können. Paddock, Baird, wir gehen zur Trainingsanlage und holen die Sender. Gut, wir können wieder reinkommen. Wir sind bereit. Was ich mich frage, wie konnte all der UUR-Weltraumkram geheim gehalten werden? Also, wie genau hat die Core das geschafft? Okay. Ganz einfach, weil die Core die Zeitung kontrolliert hat. Weil Historiker eine Erlaubnis gebraucht haben, Bücher zu schreiben. Geheimnisse? Geheimnisse sind leicht zu wahren. Ja, da sind wir uns wohl alle einig. Doki. Seht euch diesen Krater an. Was zum Teufel war das bloß? Die Core war das. Die Core. Ich habe mit einer Leichtmassenrakete auf uns geschossen. Kurz bevor wir die Kontrolle über die Anlage gehabt hätten. Moment mal, was? Die Core? Ich dachte, das wäre ein UOR-Bürgerkrieg. Verlierer schreiben nie Geschichte, Vascari. Gerade du solltest das wissen. Toll, dass du meine Volkszugehörigkeit da wieder reinbringst. Fragment der Leichtmassenrakete? Okay, dann rein da in die Hütte. Hier kommen wir rein. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Hilf mir. Sieht fast aus wie das andere. Wir sind hier. Hör zu. Während des Angriffs war ich wie der komische Hangar dort. Irgendwo hier sind. Aber das Computervirus hat uns aus allen Gebäuden ausgesperrt, bevor ich sie erreicht habe. Bis dann Bot das korrigiert hat, kannst du sie eh nicht erreichen. Hörst du das, Kumpel? Unser Schicksal in deinem Metall. Hacken Sie das Sicherheitsterminal? Such ein Terminal mit Zugriff auf Sicherheitsbüro der Lobby. Okay. Dort ist unser Sicherheitsterminal. Wir müssen Jack da irgendwie hinbekommen. Ist bestimmt irgendein Weg. Irgend so ein Schacht oder so dort. Jack, vielleicht kommst du durch den Belüftungsschacht in die Sicherheitszentrale. Mach mal, Beach! Paddock, wo sollen wir suchen, wenn der Virus erledigt ist? Das Zentrifugengebäude. Die Fallsender waren wohl dort versteckt. Zentrifuge, verstanden. Aber mach schnell. Ein Sturm kommt auf dich zu. Sehr schön. Sekirovka, wir sind hier. Einrichtung aktiviert, Delta. Ich wusste, Jack ist gut. Kinderspiel. Paddock, Jack hat den Virus geknackt. Wir sind drin. Dann hast du jetzt vollen Zugriff auf die ganze Anlage.
Na, sind wir gekommen, oder? Genau. Okay, dann geht's da durch. Dürfte die Zentrifuge sein. Ob Sturm oder nicht, wir gehen darüber. Kein gutes Zeichen. Wir müssen darüber. Ein Kondorwrack. Hey, Barrett. Hast du zufällig mal einen Kondor verloren? Eigentlich mehrere, während ich Waffen zu einem gewissen Wüstenfreund von mir geschleust habe. Nehmt, was ihr findet. Okay. Verstanden. Okay, wird der Tanz gleich losgehen. Sieht wohl so aus, als müssten wir den Sturm durchqueren. Beeilen wir uns. Sind noch keinem Schwarm begegnet. Das ist ein gutes Zeichen. Erwarte nicht zu viel nach Paddocks Bürgerkrieg und bei dem Wetter könnten sie überall sein. Und erstmal die Munition, Jungs. Wir probieren es jetzt mal aus. Okay, es hält doch nicht die ganze Zeit. Aber ich kann halt auf jeden Fall schießen. Bringt mir nichts. Geht doch. Okay, alle Schwarmlasche gesäubert. Und ich weiß, wie das gerade klang. Ja, wir sollten einfach weitergehen. Okay, das wäre nett. Sind wir voll oder wie? Ich nehme die. So
ein bisschen mehr Munition mit dir. Mal hier rein. Ist hier noch irgendwas? Ah, da. Sehr schön. Wow. Hartschalenraumanzüge? Wie fortschrittlich war das Programm der UUR? Okay, weiter geht's, Jungs. Ausgänge sind versperrt. Was jetzt? Jack, aktiviere den Kran. Du Kron! Danke, Jack. Okay, doch nicht. Tja, das war wohl nichts. Dann versuchen wir einen anderen. Haben wir hier noch was? Da ist noch einer. Jack. Hier gibt's nichts, oder? Schau trotzdem mal hier hinter. Hier wird nichts. Ich stehe mit dir. Geschafft! Hoffentlich klappt's mit dem hier. Okay, wir gehen aber mal durch. Wird schon hier runterfallen. Okay. Okay, hier sind mehrere. Kräne zu geben. Aber wo sind die Bedieneinheiten? Okay, hier kommen wir nicht hoch. Hier ist eine Strinne. Ist auch nichts. Warte mal, geh mal zurück. Vielleicht muss ich es irgendwie von einer anderen Perspektive aus sehen. Okay. Dann geh mal ran. Vielleicht kann man da eine. Kann man irgendwas interagieren oder so? Okay. Wo geht's hier weiter? Ich sehe nichts. Müsste eigentlich hier oben sein. Ah, da, okay. Alles klar. Sehr gut versteckt. Okay, das muss runtergelassen werden. Rein mit dir, Jack. Komm auch hier.
da oben weiter. Da haben wir's. Kommt ihr? Waffenkammer. Munition. Die Maxa, aber die, weiß ich nicht, die finde ich nicht so geil. Oh, fünf Komponente. Könnten wir schnell schauen. Das haben wir voll. Machen wir das hier mal. Eine schnellere Aufladung. Kann man schneller unsichtbar machen, ist auch nicht schlecht. Wenigstens gibt es noch ein paar normale Divis. Ja, ich hoffe mal, dass die noch mal bleiben. Los, hier entlang. Die könnten uns mal helfen, Mensch. Gelangen Sie zur Zentrifugenkammer. Wir sind fast da. Zentrifuge ist direkt vor uns. Passt auf, da ist noch einer. Kommen! Nicht sehr lange! Hey, eigener Beschuss! Das hast du verdient. Alle erledigt. Grenade Launcher. Splittergranate. Nehmen wir doch gerne mit. Okay, sehr schön. Renier! Hilf mir beim Aufmachen. Sind die Peilsender. Sicherheitskameras checken. Nicht gut. Los, die anderen. Wen haben wir denn da? Scheiße, noch mehr. Licht kann er nicht machen hier. Da. Die Peilsender stecken in der Kapsel. Stimmt. Wie sieht er aus? Wir könnten den Arm rüberschwingen. Hier ist eine Plattform. Probieren wir es. Aktivieren Sie die Zentrifuge. Jack, leg dich mal ins Zeug. Und überall Gegner. Unfassbar, dass das Schrottteil noch geht. Es war mir klar, dass die jetzt aufwachen. Aber sie wird nicht langsamer. Hey, was hast du getan? Das Teil ist älter als du, Mann. Jack kann keine Wunder vollbringen. Wie wär's mit einer Notbremse? Also doch, ein Feuer. Okay, sie sind aktiv. Hey, mir ist das egal. Kümmer dich um die Fehlfunktionen. Okay, kümmern wir uns um das Ding. Okay, was wir machen? Wir gehen jetzt einfach mal rum, würde ich sagen. Alter, da wirst du nicht reinkommen, da bist du gleich im Arsch.
Sie gar nicht hier. Mach mal Licht, Mensch. Jackie, los. Licht. Licht. Will er nicht? Nicht. Die sind schon da drüben. Komm schon, wir müssen das Ding aufhalten. Ja, lass mich doch mal ein bisschen gucken, Mensch. Ein Stress hier. Helf mir mal, wir müssen zusammenziehen. Verflucht, warum bringt das nichts? Die Bremsen könnten hinüber sein. Darum kümmern wir uns später. Schwarm! Schnauze, Mensch! Boomshot, nehmen wir die mal. Waffe wechseln. Das ist für mich. Achtung, Granate! Ei. Bin auf dem Weg. Da. Bestätigen, dass die Peilsender okay sind. Okay. Los! Bräuchte ein bisschen Munition. Bisschen. Was ist hier? Jack, sag mir, dass die Peilsender okay sind.
Gott sei Dank. Paddock, Baird, die Sender sind sicher. Sie sind außerdem wesentlich größer als gedacht. Die kriegen wir nie im Leben alle aufs Skiff. Meine Leute transportieren sie. Gut, aber Delta, ich brauche so schnell wie möglich einen hier, um ihn mit unserem Netzwerk in UFIRA zu kalibrieren. Schafft ihr das? Ja, ich schlepp das Ding zum Skiff. Och, Mann, echt schwer. Alles klar, Baird. Wir gehen zurück. Paddock, schick deine Leute, damit sie, wenn möglich, die übrigen Sender einsammeln. Delta, zurück zum Skiff. Okay, Leute, ich würde sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Wenn Paddock Leute hierher schickt, sollten wir wohl den Rest des Schwarms vernichten. Er hat heute schon genug Leute verloren. Sorry, Leute, aber im Gefecht bin ich gerade eher nutzlos. Bleib bei mir, Kumpel. Ich geb dir Deckung. Genau, ich würde sagen, schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Jo, und ansonsten wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal mit den anderen Let's Plays. Bis dann, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.